Hier spricht Ustra und ihr seht eine weitere Folge Harvest Moon Back to Nature. Mio ist dabei. Hallöchen. Und es ist Sommer. Yay. Yay. Coole Musik. Hallo, Daugi. Moment. Der Daugi bleibt kurz, Voice. Wir haben 1000, Goldronen. Goldronen? Ist das jetzt die neue Einheit? Goldronen. Nicken ist keine Antwort. Ich glaube für mich schon. Die kriegt keiner mit, nur ich, wenn ich mal zufällig rüberschaue. Summertime and the weather, und wir dafür nicht Copyright und bla und keine Ahnung. Und es ist alles verdorrt. Ah, es ist alles verdorrt. Was hast du da eben gemacht? Ich hab das gebürstet. Oh. Mach schon mal ordentlich drüber bürsten. Guck mal, ich hab dir doch gesagt, schenk die Blümchen den Frauen. Ja. Aber nein. Nein. Gurka. Alles verdorben. Bäh. Ekel. Bäh. Okay. So. So. Bürst, Milk. Ja, Milk geht ja, glaube ich, immer noch nicht. Da können wir aber trotzdem versuchen. Wir versuchen es. Hallo, Kuh. Glücklich. Gerdl, du siehst heute glücklich aus. Nein, das wollen wir nicht benutzen. Gib uns Milch! Nein! Er weigert sich. Milchverweigerer. Der laktoseintolerante Kuh. Weg. Gibt's das? Dass der Kuh laktoseintolerant ist. Irgendwie nicht. Das wäre ziemlich scheiße. Die kriegt ja keine Futter mit Laktosemittel. Gut, aber sie produziert ja Laktose sozusagen. Ja, aber dann würde sie ja platzen vor allergischer Reaktion. Ich meine, das funktioniert nicht, nein. Okay, Listi wird auch hoffentlich schnell groß. Ich tue die Tiere immer nicht nach draußen, weil das ist so aktig, die wieder reinzutun. Oh ja, er ist faul. Oh ja. So, unser Feld ist voll mit Unkraut. Ja, und das ist ja auch nicht schlimm. Honig! Haben sich die Fische vermehrt? Nein. Ach, Mann. Das hat halt eine Weile zu dauern. Das ist aber auch nicht schlimm. Ich weiß gar nicht, wann die Feiertage sind, aber das gucken wir uns alles noch an. Diese Musik macht übelste gute Laune. Ich fühle mich wie auf Hawaii. Komm her. Mit dem Ei. Schmeiß rein. Guck mal, die picken da rum, die Hühner. Die picken auf meinem Rasen. So ist das. So. Oh. Hallo Purzel! Guck mal, Phoenix. Hallo Phoenix, hallo Nero. Hallo Mio. Mio pickt die alle an. Hör auf, mich anzupicken. So. Ich hab gar nicht so viel Futter verworfen, wie ich dachte, dass ich es verwerfen werde. Hast du Purzel hochgenommen? Ja, ich habe auch Purzel hochgenommen, ganz am Anfang. Oh. Ich glaube, du musst die Folge nochmal ansehen. Komisch. Tu ich nicht. Ich weiß. Ja, ich möchte keinen Aufruf generieren. Ja, ist ja. Niemand möchte das bei mir, okay? Sag das nicht, sonst wird's stimmen. So, ab zu Pupuri! Ja. Aber du weißt, Pupuri ist nicht die Frau meines Herzens. Der Community-Herzens. Du bist auch nicht ihr Mann ihres Herzens. Also. Von daher. Es ist noch 8.10 Uhr, du lockst mich hier in irgendwelche verworrenen Fallen, die fragwürdige Fakultäten zur Vorschau verleiten. Was? Farmer Friend! Farmer Friend ist nicht da, das kommt heute Abend wieder. Okay. Aber zuallererst müssen wir mal eben schauen, dass wir ein bisschen rotes Kraut an die Wichtel geben! Ja, an die Wichtel geben! Genau, sehr gut! Mann, ich wollte das erzählen! Aber ich bin so gut gelaunt! Ja, ich auch, na und? Es ist trotzdem. Du bist ja eine Co-Moderatorin, okay? Aber ich dachte, wir kommentieren zusammen. Ja, aber nicht, aber das nicht, heißt, wenn ich spreche deinen Satz zu Ende und du meinst. Ja, gut, okay. Das wissen wir doch alle. So, was geht, ihr kleinen Scheiße? Wichtel. Ja, das habe ich gerade gesagt. Verschlossen. Ich esse es nicht selbst. Ich warte jetzt bis 10. Wo ist die Sommermusik hin? Das ist die Stadtmusik. Ach so. So, okay. Verschlossen. Oh, dann. Nein, was machst du denn? Ja, wegwerfen, was soll ich denn? Ich kann das nicht die ganze Zeit mit rumschleppen. Was ist. Du hättest es doch nochmal probieren können. Vielleicht haben die nicht gemerkt, dass die Tür verschlossen ist. Genau. Wollten die gerade aufschließen? Nee. Ah, das ist erster Sommertag. Vielleicht sind die auch alle gar nicht da. Habe ich irgendein Fest verpasst? Keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Ostra ist verpeilt. Ich bin verwirrt und verpeilt. Ist irgendein Fest? Nein. Vielleicht ist am Strand irgendwas. Ich sollte mal zum Strand gehen. Wale sind gestrandet. Rette die Wale.
Oh, es ist irgendein Fest. Hell fucking yeah! Hey Karen! Das ist das Meer und du kannst hier nicht so leicht schwimmen wie in einem See. Sei vorsichtig. Dankeschön. Kannst du das noch irgendwas? Nein. Okay, du brauchst es nicht nochmal vorlesen. Keine Sorge. Wollte ich auch nicht. Okay, ja, ich sag's dir noch. Warum bist du heute so gemein zu mir? Hallo Kai! Ich werde einen erzählen, ich auf dich warten, du vermisst es. Es kommt nicht darauf an, ob du gewinnst. Das Wichtigste ist, jedes Jahr teilzunehmen. What? Ich mache mir Sorgen um Jeff. Die anderen sind alle so jung. Er kommt immer als Letzter an und ich glaube, dass ihm das zu schaffen macht. Das letzte Ankommen oder das Schwimmen? Hallo, Pieper-Polizist. Kraft ist beim Schwimmen wichtig, aber du musst auch Technik haben. Von Jüngeren werde ich jedenfalls nicht geschlagen. Okay. Hallo, Ellie. Hast du dich vorher aufgewärmt? Ja. Natürlich habe ich mich aufgewärmt. Ich wusste nicht mal, dass ein Fest da ist. Sicher. Hallo, kleiner Junge. Ich bin oft auch ein guter Schwimmer. Aber ich kann nur Hunde paddeln. Guter Schwimmer, also, ja. Opa hat mich angewiesen, an Eröffnungstag teilzunehmen. Er hat eine so herrliche Art. Herrische Art. Er hat eine herrliche Art, ihm das zu sagen, okay? Hallo, Bübü-Mamai. Hallo, ist Mamai. Es sollte noch nicht im Meer schwimmen. Mach das nicht. Das ist gut für dich. Hallo, Marie. Viel Glück. Ich würde auch gern schwimmen, aber ohne meine Brille sehe ich schlecht. Du willst nur nicht. Egal. Als ich jung war, bin ich sogar im Winter im Meer geschwommen. Das ist auch da gut. Ist Kai. Du nimmst am Wettkampf teil. Viel Glück. Hi, Kai. Den haben wir auch noch nicht kennengelernt. Jetzt sehen wir ihn endlich. Hast du dann einen Badeanzug da? Ich brauche noch eine Badehose. Okay, er Badehose. Ist Pirat, okay? Er versteht das nicht. Hi, Doc. Ich empfehle den Leuten immer, etwas für ihre Gesundheit zu tun und zu schwimmen. Ich nehme nicht teil. Wo ich aufgewachsen bin, gibt es keinen Strand. Daher kann ich nicht schwimmen. Dann lern es doch mal. Ja, gibt doch ein anderes Gewässer, oder? Gib dein Bestes. Oh, hell yeah, das werde ich tun. Dann geht's los. Los, Bürgermeister. Zeig mir den Weg. Es fängt bald an. Beeil dich und zieh dich um. Ich glaube, ich muss schwimmen. Wie geht das denn? Hunde paddeln. Yeah, sexy Red Bait. Ich habe dieselbe Badehose wie Kai. Das ist voll embarrassing. Okay, hier kommt die Anleitung. Du schwimmst, indem du die X-Taste drückst. Wenn du außer Atem bist, drücke die Dreieck-Taste. Rick wartet am Ziel, gib dein Bestes und schwimme die gesamte Strecke. Ach, Rick muss nicht schwimmen, weißt du? Nee, Rick wird einfach auf den Felsen geportet. Mit der Technologie. In grün! Viel Glück euch allen! Ein Fisch! Fang ihn! So. Ach, der Doktor schwimmt auch mit. Ah. Kapiert! Okay, alles Mach klar. Mach mal erklären. So, viel Glück. Ich glaube, der ist zu fett für seine Badehose, hat er. Auf die Plätze. Oh, oh, oh! Warum ist der schlecht gemacht? Weil ich keine Luft mehr habe, weil er mit dem Kopf unten taucht, der Idiot. Ich muss vor dem alten Mann noch durchkommen. Los, gib alles! Nicht letzter geworden. Ach komm schon! Ja, aber du warst schlecht. Ja, man kann nicht im ersten Jahr Erster werden, das geht nicht. Ach so. Außerdem kriegt man als Erster nur Holz, habe ich mal gehört. 100 Einheiten. Ja, steh ruhig im Bürgermeister, das machst du gut. Sieht so aus, als bräuchtest du noch mehr Training. Das finde ich allerdings auch. Ich werde ab morgen auch hier schwimmen. Da weiß ja, mit wem du schwimmen gehen kannst. Als ein Mann der See muss ich einfach gewinnen. Ja. Puh, das war ein hartes Stück Arbeit. Das sah aus, als hätte es viel Spaß gemacht. Jeff hat sich wirklich sehr bemüht. Nimm's nicht so schwer. Du hast dich gut gehalten. Hör auf, ihn anzubrüllen. Hammer. Diese Frauen. Du hast dich ziemlich gut gehalten, aber du musst heute noch arbeiten, oder? Bist du okay? Ja, ja. Maul nicht rum. Du bist nicht als Erster angekommen. Ja, weil du mich nicht angefeuert hast. Nein, ist noch klein. Ist mir scheißegal.
Nimm's dir nicht zu Herzen. Versuch's beim nächsten Jahr nochmal. Wingardium Leviosa. Es ist mir wieder nicht gelungen. Aber du warst gar nicht so schlecht. Oh, jetzt möchte ich auch schwimmen. Heute Nacht bei mir gibt es ein Schwimmfestival. Du kannst gar nicht so gut schwimmen, dass du ein Schwimmfestival ausrichten könntest. Schade, aber nächstes Jahr klappt's bestimmt. Ja, schäm dich nicht. Ich frage mich, ob Jeff es auch nächstes Jahr wieder versuchen wird. Wird er. Verflixt! Opa wird mich wieder zur Schnecke machen! Mist, verdammte Scheiße! Tourette! Meine Güte, Ustra. So kannst du nicht gewinnen. Die mobben dich jetzt alle. Habe ich Steine dabei? Tut mir leid, aber wenigstens hast du dir nicht wehgetan. So ist es, Ellie. So ist es. Sonst hätte ich dir nämlich helfen müssen. Und das will ich nicht. So ist es. Das hat Spaß gemacht. Tja, lass uns wieder an die Arbeit gehen. Bitch. Wird wohl nur eine kurze Folge werden. Mal gucken, was noch so kommt. Ja, das hätten die mir. Man kann ja nicht sehen, was immer am. Ne, weißt schon? Ja, du hättest einfach mal gucken sollen. Was kommt denn am Montag, den 7.1.? Da kommt der. Auf dem Rosenplatz. Hühnerfest. Da nehme ich Mio mit, das können wir schon mal jetzt sagen. Ja, ich bin bereit. Ja. Auf dem Rosenplatz findet das Tomatenfest statt, auch geil. Ach, diese spanische Tomatenschlacht oder was? Ja, genau. Dann haben wir. Jodel Ranch. Mit Kuhfest statt. Ganz Kühe schubsen und Kühe streicheln und Kuhkuscheln gibt's dann da. Cool. Nachts findet in der Mineralbuch. Feuerwerk. Das große Feuerwerk statt. Da brauche ich eine weibliche Begleitung. Wetterbericht. Es wird sonnig. Sonnig. Das ist egal. Okay. Leben auf der Farm. Farmer Fran! Ja, Jimmy? Ich wollte im Dorf Freundschaften schließen. Nun, es ist gut, das zu hören. Wenn du die Leute grüßt und mit ihnen sprichst, solltet ihr schnell Freunde werden, denke ich. Ja, aber sie scheinen mir nicht sehr freundlich zu sein. Trotzdem bin ich mir sicher, dass du Freunde gewinnen kannst, wenn du weiter mit ihnen sprichst. Wenn du sie schneller für dich gewinnen willst, kannst du ihnen Geschenke machen. Jede Person hat etwas anderes besonders gern. Versuch also zunächst herauszufinden, was das ist. Okay, ich verstehe. Die nächtliche Folge beendet. Gibt's noch Erotik-Channel? Erotik-Channel ist heute nicht. Heute gibt's die delikate Stunde. Mein Name ist... Naru. Ich stelle Ihnen in dieser Kochsendung jede Woche ein neues Gericht vor. Unser heutiges Gericht sind Kekse. Kekse! Zutaten Mehl, Butter, Ei. Sie können, wenn Sie mögen, Honig beigeben. Küchengeräte, Nudelholz. Backofen, Gewürze, Zucker. Dong, 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 ding. Fertig, dann wollen wir mal kosten. Mampf, mampf, mampf. Delikat. Bis nächste Woche. Die ist aber stumpf. Das war eine delikate Sendung. Das war die delikate... Stunde. Krieg ich Post? Nee. Los. Es ist nichts gekommen. Ich frag mich, ob überhaupt irgendwann mal Post kommt. Ist auch völlig... Wir müssen Samen holen gehen. Kann man aber dienstags eh nicht. Deswegen war das okay, dass der Fest auch am Dienstag war. Ja, stimmt. Blödes Unkraut. Piss weg dich. Mit dir. Ich weiß, das ist viel Unkraut. Wie aggressiv der guckt, wenn er das macht. Killer. Töte dich. Töten. Er hat wahrscheinlich in der Großstadt viele Ballerspiele gespielt. Ich weiß, man weiß ja nicht, wo der vorher herkommt. Einfach so... jetzt bist du doof. Mal hier, Doof. Blöd. Der Farmer vom Dienst. Der wollte das vielleicht gar nicht werden und lässt jetzt seine Aggression aus. Er hatte wahrscheinlich eine Freundin, wunderschön in der Großstadt. Er hatte ein tolles Leben. Er war Besitzer einer... YOLO-Farm. Oben ohne Bar. Er ist noch klein. Die sind nicht klein. Er hat bei seiner Mama, seinem Papa gewohnt. War froh, wenn sie ihm Gute-Nacht-Geschichten vorgelesen haben. Der ist nicht klein. Wie oft denn noch? Ich bin ein bisschen beschwitzt. Dann können wir jetzt... Beschwipst dir. 10% YOLO-Farbenpunkte haben wir schon gemacht, ja. Nicht viel. Und wir haben auch nur 124 Holz, auch nicht viel. Wir brauchen langsam wieder Hühnerfutter, ist ja kein Problem. So, was ist jetzt hier die Sommersaat? Ich glaube, die Sommersaat ist hier Mais, Zwiebeln, Erdbeeren sind da. Also Tomaten, Mais, Zwiebeln, komisches grünes Gemüse und Ananas. Das ist das, was es im Sommer gibt, was ich jetzt holen kann. Aber, guck mal, und das geht nicht. Und das geht nicht. Weil das ist, wenn du 100 von allen anderen verkauft hast. Das mittlere, das, weiß nicht, was ist die Aubergine, oder? Die Aubergine, genau, dankeschön.
Genau so ist das. Da kann man sich jetzt theoretisch... Ja, Melk, Melk, Melk den Busch. Da kann man sich jetzt theoretisch mal entscheiden. Hier kommt die Kommentarfrage. Was wir in der nächsten Folge anpflanzen werden dürfen sollen. Und bis dahin... Welche Samen sollen wir kaufen? Punkt. Ja. Auch Ostra. Das wollte ich auch sagen. Das hast du doch jetzt gesagt. Der Daugi, geh in dein Daugi-Haus los. Bobby Hundeshütte. Bobby, geh. So, ja, sonst können wir nichts mehr machen. Steine behalten wir ein bisschen zu Deko-Zwecken. Und ja, ich würde sagen, komm, das reicht auch für diese Folge. Wir haben hart gearbeitet, das ist so, du weißt, schwimmen, Frauen beeindrucken mit unseren krassen, muskulösen Körpern. Muskulösen so. Ja. Speckbauch. Genau, so. Und was? Dann schreiben wir mal ins Tagebuch und sagen, gute Nacht für diese Folge Harvest Moon Back to Nature. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Schaut auf meinem Kanal vorbei, da seht ihr mehr von mir. Ihr habt's gewusst, Mio hat auch einen Kanal. Da kann... unterbrechen meines geilen Satzes. Zu viel Ego-Stolz. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Ciao.